Hallo und herzlich willkommen. Wie angekündigt sind wir beim 6R. Wir wollen ja eben umhängen. Haben uns jetzt dazu entschieden. Denn der 6R soll Gülle fahren. Er soll nicht Gülle ausbringen, sondern nur Gülle holen fahren. Hofparkplatz 5. Auf geht's. Zum Beispiel sieht mir auch ready, ob wir den jetzt heute schon losschicken, weiß ich noch nicht, pappeln sehen. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir den einfach nur bereit, dass der am Feld steht schon mal. Weil auf den Sonntag müssen wir auch jetzt nicht mehr den raus machen. Wir waschen nochmal eben drüber. Sieht der so auch alles aus wie. Weiß ich nicht, also ich weiß auch gar nicht, ob die Sämaschine voll ist, die Einzelkorn. Jetzt lass mal gucken. Weil dann können wir nämlich schön pappeln pflanzen. Dass wir für nächste Zellstoffproduktion genug Zeug haben. Dann können wir auch eigentlich gleich schon den kleinen Fendt ready machen. Mit dem Zetter. Kann der eigentlich auch gleich schon los, hätte ich gesagt. In Richtung Wiese aufbrechen. Schauen wir, müssen wir die noch voll machen oder ist die noch voll? Ja, die müssen wir vielleicht mal erst eben zum Bahnhof schicken. Dann machen wir die erst komplett voll und dann geht's los. Wir lassen ihn mal machen. Und den können wir echt schon fertig machen. Und losschicken. Der gute kleine Spielzeug. 45 hatten wir doch. Zetten. Zack. 45. Arbeit beendet. Ja. Irgendwie weiß ich nicht. So optimal läuft das mit dem aber noch nicht. Der war auch erst angekommen. Das ist gut, dann können wir mich gleich umhängen. Beziehungsweise können wir eigentlich auch schon einen weiteren Schwungballen einsammeln. Haben wir noch irgendwas im Lohn, was die mähen können? Irgendwas, worauf ich auch Bock habe. Einundsechzig könnte man noch hin. Und 75. Ist denn 61? Ach, das da unten ist 61. Das ist aber auch scheiße. 75 könnte man machen. Wir holen jetzt erst noch einen Rödel bei allen ab. So. Hier rundballen, das passt, das passt, das passt, das passt. Dann würde ich vorschlagen, auf geht's, laden.
Läuft schon super, allein ich schon so anfangen. Aufzuladen, schon wieder. Die Galle macht schon wieder Laune. Schon wieder Bock. Machen die jetzt einfach so voll, wie es geht. Ja, mein Gott, jetzt ist auch alles angekommen. Der hat ja hier auch nicht mehr so viel zu tun. Wie gesagt, ich habe ja noch. Ach, scheiße. Ich hab noch auch noch mitnehmen können, egal. Wie gesagt, ich war noch am Überlegen, die ganzen Grasflächen zu kaufen. Über die Bank, die Grasflächen kaufen zu lassen. Und wir kaufen die dann von der Bank zurück, dass wir vielleicht bessere Lohnaufträge haben. Weil wir haben aktuell im Juni nur Grasmähen. Ich weiß, ist heute nicht so viel Wildes auf den Flächen los, verstehe ich auch wohl, aber so richtig cool ist das auch nicht. Das muss ich mir nochmal über den Kopf gehen lassen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal verworfen und dann doch irgendwie wieder nicht. Immer wenn ich Grasbar mache, denke ich so, boah, geht mir das aber auf den Sack. Die olle Kacke. Da macht man es und denkt mir eigentlich, ja gut, da würde ich halt so große Flächen, wo ich weiß, ja, da würde ich Grasbar noch machen, die würde ich nicht kaufen, so wie das hier. Die 41, das bringt ja mal ganz gutes Geld. Für 100, 200.000, 300.000 da Ballen machen. Da lasse ich mich ja doch dafür reden, aber der ganze Kleinkram immer in Wiesen. Ist zwar gut und schön, dass die noch frische Karte sowas hat, aber im Großen und Ganzen habe ich da eigentlich keine Lust drauf, das zu machen. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Also hier die ganzen kleinen Rödelflächen, hier die, da, das, also Flächen sind einfach alle mit allem möglichen zu mähen, eigentlich immer als nur Müll. Das macht überhaupt keinen Spaß. Natürlich, wenn du sowas machst, sind 50.000 auch ganz schnell verdient. Aber ich weiß jetzt nicht, da sind mir irgendwie ein bisschen ein paar Lohnaufträge beim Mähen oder auch beim, weiß ich nicht, grubbern, spritzen, düngen, was weiß der Arsch nicht noch, ist er mir da irgendwie gefühlt ein bisschen lieber. Aber genau einschätzen kann ich das auch noch nicht. Würde ich mal, glaube ich, mal zusammenrechnen, die Feldpreise, was ich dafür aufnehmen müsste. Einfach nur, um keine Grasballen mehr zu machen. Oder vielleicht, wenn einer Modder oder Mapper ist, vielleicht kann man ja auch irgendwie machen, dass man das einstellen kann. Ich möchte auf X Feldern keine Lohnaufträge bekommen. Die fallen dann einfach raus und die generieren dann andere. Wäre natürlich eine lukrative Aufgabe. Aber ja, mal gucken. So, ihr seht die ganze Zeit, wie ich meine Maustaste drücke. Aber es ist nichts passiert. Deswegen freue ich mich auch super auf eine neue Maus. Träger kommt da zumindest besser mit zurecht als der 6R, das steht schon mal fest. Der 6R, der 8R ist auch für dich, sehe ich gerade. Füll 3, auf geht's.
Hey. Mein Gott. Ja, komm, 1 und 3 müssen wir frei machen. Ist sogar frei, steht nicht mehr drauf. Oh doch, der geht doch. Gut, den können wir wegstellen. Die Spritze können wir auch wieder unter Dach stellen erstmal. Dann ist ja eigentlich auch schon wieder alles frei. Eigentlich hier hinstellen und den können wir eigentlich schon mal vor der vom Dingens hängen. Vom Schwa, da brauchen wir den sowieso als nächstes. So, den auch bereit machen. Abholen, abliefern. Kuhstall, Kuhstall. Nee. Kuhstallmilch. Gülle. Gülle, Lapp, Gülle, Gülle. Gülle ab. Güllelager abladen, aufladen, Gülle. Theoretisch müsste das schon so klappen. Lass uns mal überraschen, oder nicht? Aber für 6:30 Uhr haben wir auch schon ganz schön was geschafft heute. Ach, der Kompostmaster noch irgendwas? Gras. Gras, Diesel, Wartung, Luzerne. Stroh könnte der noch ein bisschen gebrauchen. Luzerne frisch ist gut. Wartung ist gut. Gras ist gut. Stroh könnten wir eigentlich noch irgendwie in der Trecker so. Ja. Können wir noch 2 Minuten, dann kriegen wir ein oder zwei Kipper vielleicht Gas rein, noch Stroh rein. Flakschnitzel haben wir noch. Mal 250.000 Liter. Gucken, dass wir die vielleicht auch noch mal irgendwann hochbringen zur Zellstoffproduktion. Da sieht es auch noch ganz gut aus eigentlich. Ah, hier oben müsste noch Wasser hin eigentlich. Da. Könnte man theoretisch auch noch machen. Wir haben heute noch gar nicht. Weitere Ballenpresse. Weiß ich nicht, wenn wir zur Gras, zur Strohsaison noch eine brauchen, dann müssen wir uns, denke ich mal, einfach eine mieten. Weil sonst, wir haben ja eine, die läuft jetzt ja auch nicht jeden von, weiß nicht, April bis Oktober, November läuft die ja nicht durch. Von daher macht das jetzt noch nicht so viel Sinn. Da guck mal, der LKW ist schon mal da. So.
Dann würde ich. Oh, er hat es geschafft. Dann bedanke ich mich ganz fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.